einem ultimativen Härtetest wurden Holzbeton-Verbunddeckenelemente bei einem Praxisforum in Linz am 12. November unterzogen. Veranstaltet wurde dieses von ProHolz Oberösterreich sowie dem von Land Oberösterreich und WKOÖ finanzierten Technologie- und Innovationsmanagement TIM. Gefertigt wurden die Holzbeton-Verbunddecken für den Härtetest von Schülern der Linzer HTL Bau und Design im Rahmen des Unterrichts. Im Schulbauhof wurden diese bis zum Bruch belastet. Beim Holzbetonverbund ist das höchst Interessante daran, dass wir zwei Materialien haben, die man versuchen muss, miteinander zu verbinden. Wir haben zwei verschiedene Einbindetiefen, diese Kerven, 2 und 4 cm. Und wir sind schon sehr gespannt, was da jetzt dann im Versuch herauskommt, ob es das Holz abschert, ob es den Beton rausreißt oder ob es so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Holz und Beton sind offensichtlich gute Partner. Bei einer Gesamtlänge von 6,5 Metern besteht die Verbunddecke aus einer 10 cm starken Betonschicht und einem 14 cm starken Holzbalken. Bei einer Belastung von 11 bzw. 14 Tonnen sind die beiden Deckenelemente zu Bruch gegangen. Was hat diese Verbindung schließlich getrennt? Wir haben also mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein sogenanntes Schubversagen erlebt. Das kann man sich also so vorstellen, dass wenn Sie zwei Bretter lose übereinander legen und dann sich in der Mitte draufsetzen, verschieben sich diese beiden Bauteile am Rand und die Schubfestigkeit oder die Schubsteifigkeit zieht die beiden wieder zurück. In dem Fall ist es so, dass das Holz eben nachgegeben hat, weil die Kräfte dann doch auch schon recht groß waren. Nun, ich glaube, der Holzbeton hat schon bewiesen, dass er auf jeden Fall praxistauglich ist und sehr gut auch funktioniert und ein tolles Konkurrenzprodukt ist oder ein Produkt ist, das im Markt langsam Fuß fasst. Wir haben natürlich auch andere Materialkombinationen mit Holzstahl zum Beispiel, wie wir heute bei dieser wichtigen Veranstaltung gesehen haben. Mein Forschungsthema ist der Holz-Glas-Verbund. Der Belastungstest bildete den Abschluss der mit hochkarätigen Experten besetzten Fachkonferenz. Zuvor waren unter anderem zwei Leuchtturmprojekte vorgestellt worden. Das mit 24 Stockwerken weltweit höchste Holzhochhaus namens HoHo, das in Kürze in der Seestadt Aspern entsteht, und die bereits fertiggestellte Canary Wharf Crossrail Station in London. Rund 85 Teilnehmer aus der Holzbau-, Bau- und Architekturszene waren der Einladung von TIM und ProHolz Oberösterreich gefolgt, um sich von internationalen Holzbaupionieren über neueste Trends und Projekte informieren zu lassen. TIM-Projektmanager und Veranstalter Alois Keplinger ist überzeugt, dass die Besucher des Praxisforums wichtige Impulse mitnehmen konnten. Ich denke, auf der einen Seite ist ganz klar, sie erleben die Menschen, die sich an vorderster Front mit neuestem Wissen und neuen Forschungsergebnissen beschäftigen und sie erleben die Personen, die dieses Wissen dann in konkreten Projekten umsetzen. Und genau diese zwei Dinge wollen wir zeigen und das passiert in einer hervorragenden Art und Weise.